Geprüft wird die massiv überteuerte Leistungstriode AD1 von Telefunken. Die AD1 wurde oft in leistungsfähigen Rundfunkempfängern und Verstärkern für kleinere Säle eingesetzt. Die industrielle Variante ist die EB3. Aber Achtung, die AD1 benötigt nur 0,9 Ampere Heizstrom, die EB3 aber 1,5 Ampere. Diese beiden Varianten können also nicht sofort ausgetauscht werden, ohne den Heiztransformator anzupassen. Die reguläre AD1 ist für 300 Volt Anodenspannung spezifiziert. Es gibt aber auch eine Variante für 350 oder 400 Volt Anodenspannung. Ich brauche eine Heizspannung von 4 Volt. Ich brauche eine Gitterspannung von minus 45 Volt. Ich brauche eine Anodenspannung von 250 Volt. So, der Heizfaden ist intakt. Ich schalte die Heizung ein, es gibt keinen Kurzschluss zur Kathode. Ich regle die Spannungen nach. Ich habe keinen Kurzschluss zum Steuergitter. Gitter 2, 3 und 4 existieren nicht. Keinen Kurzschluss zur Anode. So, nochmal nachregeln der Spannung. Volt Anodenspannung. Heizung ist 4 Volt. Das Messgerät ist auf 60 mA eingestellt. Das Maximalausschlag ist 60. Somit ist der Wert des Ausschlages gleich der Wert in Milliampere. Sollwert ist 60 mA. Die Röhre liefert ungefähr 54 mA. Ist also noch im fast schon sehr gut Bereich. Die Vakuumprüfung ist negativ, also ich habe keinen großen Ausschlag des Messgerätes. Das Vakuum ist also sehr gut und die Kathodenprüfung schlägt an. Schlägt nicht an, weil es ist eine direkt geheizte Röhre. Und die Kathodenprüfung würde prüfen, ob es einen Kurzschluss zwischen Heizfaden und Kathoden gibt. Und da die Röhre direkt geheizt ist, gibt es natürlich keine Kathode, also keinen Kathodenfaden, und somit ist das natürlich eine sinnlose Veranstaltung. Und die Röhre funktioniert sehr gut.